der Brunnen sieht aber sehr schön aus. Brunnen. Fünnünnünnü. Hinsetzen, Ruppi. Iho, die volle nett. Iho. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt. Mein Mon, ich meine, ich bin ins Pilzgeschäft in Mon. Der Bülent, Alter. Ja, Mann. Einfach nur geil, der Typ. Oh. Mein Mon, ich. Was ist mit der Nacht? Ja, the sun goes also, down. Also wie gesagt, ich behaupte immer noch, dass die mittlere Reihe 5 sind. Anstatt 6. Also ja, bei mir habe ich es mit 6 gebaut. So. Und weil es geht darum, du kannst das Ding ja auch erweitern bis zum Erbrechen, aber dafür müssen halt die mittleren Dinger immer 5 sein. Oh, da fällt und mir aber 6. auch gerade 7 Teils ein, ich muss Cobblestone brennen. Ja, für Clean Stone. So, wo ist Erde und der ganze Scheißdreck? Da ist noch 20 Kohle drin, noch 10 Kohle, das passt. Ich würde sagen, wir legen uns mal pennen, ne? Weil hat eh keinen Wert mehr. Ich gebe gerade noch schnell den Cobblestone in Auftrag. Cobblestone. So. So, und eine automatische Weizenfarm heißt natürlich auch mehr Rinder. Jawohl. So. Brauche ich nochmal eine Tabakfarm, kann ich mehr rauchen? Ich glaube, die bräuchten so einige hier. Eine Hopfenfarm wäre auch cool. Oh, geil, eine Bierfarm, jawohl. Ja, oh, schon, das müssen wir zum Notch gehen. Du sollst mal, musst mal Hopfen hier einführen. Auf jeden Fall, hey. So, haben wir eigentlich noch Kohle? Ja, Massi, ich habe doch ich weiß nicht, wie viele Stacks da drin liegen, aber ich wäre assi viel abgefahren. Wir haben auf jeden Fall über 120 Kohle noch extra. Boah, krass, okay, gut, die werden wir aber auch dicke brauchen. Ach, Quatsch. So, Truppengedönse weg. Scheiße, jetzt lag's mir am Scheiße geworden. Im Prinzip wird man die Weizenfarm drüben bei der Inselbahn, wo die auch die ganzen Rinder... Ah, nee, hier vor der Nase stört's ja keinen, sag ich. Im Prinzip kann man, vielleicht kann man ja auch zwei bauen. Ja, why not? Ja, why not? So. So, ja, jetzt leg dich mal hin. Ich leg mich auch gleich zu dir, keine Panik. Ich hab die Hose schon um. Los geht's. Oh, passend zur Musik, ja? Achso, ich hab die Hose um, das passend zur Musik, alles klar. Ey, warum stehen jetzt hier zwei Öfen? Das ist schon cool. Ja, wir brauchen einen Cobblestone-Burner. Ja, da waren noch zwei Öfen. Ah, oh, da brennt ein Zombie. Sehr schön, auf ihn mit Gebrüll. Oh, weg von wow. Hol die die Mistgabeln und die Fackeln. Doch, die Spinne da hinten. Nee, die lass. Aber dich nicht, Freund. Dich nicht. Du musst dran glauben. Böses Ungeziefer der Nacht. Oh. Oh, Enderman. Ich weiß aber nicht wo. Der ist auf dem Berg, der ist schon über alle 7 Weltmeere. Ey, der trägt Glötze, kann er unser Glötze bringen? Der soll mal ein bisschen Erde ran scheffeln hier. Das wäre sau praktisch, wenn es gehen würde. Warte mal, wie hat denn der die Mitte gemacht? Hat er da auch Holz benutzt oder? Oder hat er da gleich gebrannten Cobblestone? In der Mitte kommt ein Graben, pass auf. Ah ja, stimmt. Mitte kommt ein Graben. Ich weiß, ich bin mir auch zu 100% sicher, dass der in der Mitte nur Dings hat. Dass der nur 5 hat. Ohne Scheiß. So. Der muss auch weg. Weil es einfach so ist. Und der muss weg. Hoch. So. So. So, dann musst du aber auch hier, bevor es hier eins runter geht, musst du hier schon abtragen. Ja, ja. So, das mache ich mal eben schnell. So.
Aber hier muss noch Erde hin, ne? Genau. Genau. Das hat Hand und Fuß. Hast du noch Erde? Ja, ein bisschen noch. Gut, den Rest mache ich. Huch. Naja, so. Jetzt. So, lieber eine Reihe zu viel als zu wenig. 3, 4, 5, 6. Hier müssen wir wieder. So. Oder? Ihr seht, langsam bekommt unser Gebilde Form. Ah. Hab ich 6? Also, jawohl. Ja. Weg mit der Erde. Ich tue es jetzt einfach mal ins Holz, denn wir ändern hier später eh noch alles ab. So, Cleanstone, wie sieht's aus? Her mit dir. Was brauchst du Cleanstone? Für die Steps. Ey, der Enderman ist vor unserem Haus. Oh Mann, ich hasse ihn, ey. Boah, dieses Scheißvieh, ohne Witz. Der hat sich hier bei uns richtig eingenistet, der Penner, gell? Ja, jetzt steht er auf unserer Farm. Komm, den fighten wir. Ich guck ihn an. Ey, willst du den fighten? Den müssen ins Wasser locken. Jetzt ist er eh wieder weg. Ja, genau. Wasser kommt ja nicht gut. Willst du fighten? Okay, Freunde. Jetzt müsst ihr hier... Warte mal. Erstmal Kanäle noch ausheben. Dicht mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, gut. Kanäle ausheben. Hier muss ein Loch rein. Ich lasse mal das erste Wasser fließen zum Testen. Das tut er hier in den Außenkanal. So, und dann fließt es, genau. Und kurz bevor es versickert, fällt es nochmal eine Stufe runter. So, das sieht gut aus. Ja, das sieht scheiße aus. Müssen wir mal alles schon viel weiter fließen. Das ist es nämlich, die Mitte darf nur 5 sein. Ja, du musst hier auch noch einen weiter runter gehen. Warte. Doch, die Mitte muss 5 sein. So. Naja, siehst du? Siehst du? Passt doch. Ja. Wer ist the problem? Ich hol mal noch einen Schwung Wasser. Ja. Zack. Okay, ja, kurzen Break mal. Weg. So, da sind wir auch wieder kurz einen technischen Schnitt gemacht. Alles klar. Guck mal, das Wasser ist schon, hört schon auf zu fließen. Nein, scheiß Idee. Die Kanzlei wegschmeißen. Die Dings. Wir bauen hier gerade ein Eislandschaftswasser für Eistieren. Oh, nein. Hm? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ah! Ich okay. Bin dafür, dass wir das Ding gleich drüben auf der Insel bauen, wo die ganzen Kinder sind. Okay. Plan B. Wir gehen einfach eins weiter nach vorne. Oder ich guck mal. Wenn das jetzt hier auch noch zufriert, dann wissen wir, wie viel mehr weiter vorgehen müssen. Du fail. Ganz hinten machen, oder? Nee. Das muss in der Mitte anfangen, weil wir wissen noch nicht, ab welcher Stufe es einfriert. Jetzt es passt. Ja, das friert gleich wieder ein, warte mal ab. Ja, deswegen. Also die Außenflüsse und der Mittelfluss, die müssen in dauerndem Takt sein. Das weiß ich noch. Vor allem kann in der Winterlandschaft Weizen wachsen? Das wäre die nächste Frage. Wie gesagt, ich bin dafür, wir säbeln das Ding nochmal ab und bauen es auf der Insel drüben, wo die ganzen Rinder sind. Du kannst ganz ja drüben schon mal Weile eins bauen, ich krieg das hier hin. Gut, tschüss. So, ich habe jetzt angefangen, ich bring's zu Ende. Muss einfach nur nochmal gucken. Wenn ich das Eis da... Schnee da wegmache. So. Die Scheiße. Ich warte jetzt ja nur noch drauf, dass es hier wieder einfriert, aber in der Mitte nicht.
Weil die Mitte habe ich eins nach vorne gesetzt, weil die Grenze von der Eislandschaft ist ziemlich knapp. Also da rechts frierst auch ein ganz aus. Ja. Perf. Ja, Moment, nee, ist noch nicht eingefroren. Ich warte halt nur wieder drauf, weil die Mitte dürfte nicht einfrieren. Hier ist ja noch alles normal. Aber ab hier dürfte dann... Das ist sehr seltsam gerade. Okay. Wir machen hier mal wieder einen kurzen technischen Schnitt und melden uns, ja, wenn wir eine Lösung gefunden haben. Bis dann, tschüssi. Ciao. So, Freunde, da sind wir auch wieder. Jo, servus. Wieder mal mit dem guten alten Frank the Tank am Start. Ihr seht's, es hat aus technischen Gründen nicht ganz hingehauen da hinten. Da muss man wieder abreißen. Schade, aber mit Hilfe des Gerudo-Tal-Leads haben wir es geschafft, hier nochmal neu aufzuziehen, die ganze Konstruktion. Ja. Nächster Schritt ist, nachdem ihr die Gräben hier mit Wasser fluten lasst, einfach... Bis ihr sie schließt. Zumachen. Genau. Denn das sind nämlich die Ablaufgräben, das sind nicht die Gräben zum Bewässern für den Weizen. Ja, ups. Oder? Da läuft dann später im Prinzip... Irgendwas steht noch da nicht, oder? Warte. Ich glaube, der hat ganz... Ah, ist egal. Also ich habe das jetzt nur aus optischen Gründen hier zwei übereinander gemacht, aber das ist ja auch wurscht. So, die Gräben, die bleiben nämlich immer an. Die Verbindungsgräben. Geh mir nicht auf den Sack, Majoras Mask. So. Und so. Deshalb schließen wir die auch quasi ein bisschen ein. Weil die immer aktiv bleiben. Die werden niemals gestoppt. So, dich auch. Okay. Ja, doch. Ja, jeweils muss jetzt hier noch einen hinsetzen. Einen auf den drauf hier. Den da. Ja. So. Und in der Mitte haben wir dann doch nur 5 gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Und unten wieder 6. Aus erweiterungstechnischen Gründen. Falls man Bedarf hat, noch weiter zu erweitern. Ach, ein schöner Satz. So, machen wir hier noch einen Stein drauf, da. Sekunde. Da, wo das Loch ist. Geh mal Wasser holen, dann testen wir mal, ob das funkt. So. Und da. Und hier oben. Und da. Und den da. Da wieder irgendwelche scary Geräusche. Ja, das ist der Dungeon unter uns. Also ich hab den auch, oder... Ja, doch. So. Verdammt, jetzt bin ich reingefallen. Ich loade mal den ersten Kanal, ne? Warte, ich bin reingefallen. Warte, das muss man ja sehen. Wie ich hier... Oh, Herrgott. Danke. So, wenn man jetzt hier oben Wasser reinlaufen lässt, yeah, dann seht ihr... Oh, baby. Geil. Das ist der Hammer. Yes. Das ist rappelvoll. Das sieht so cool aus. Funktioniert. Das ist gut. So. Sehr gut. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eins zu tun. Und zwar unterirdische Tunnelsysteme. Das heißt, wir müssen hier mal kurz stoppen. Jo. Wir brauchen auch noch einen Pisten, ne? Ja. So, ganz kurz. Du musst auch mal kurz gestoppt werden, liebes Wasser. So. Genau. Bauen derweil hier mal den Mechanismus. Wunderbar. Stoppen. Schmeißt du mir noch mal schnell eine Schaufel hier runter, bitte? I don't have Schaufel. Oh. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ja, meine ist nicht auf alter Marsch. Ja, egal, gib die mal. Ich brauch die. Du? Hier im Endloch quasi.
Ja, danke. Jo. So, jetzt kommt nämlich der Abfluss, der dann das gesammelte Weizen zu uns trägt. Das ist so cool, Alter.